Mit Sturm- und Regenmassen tobt sich Hurrikan Irma über Florida aus. Der Wirbelsturm peitscht das Wasser vom Meer in die Straßen. Dieser Straßenzug in Miami komplett überflutet. Nur wenige wagen sich bei diesem Wetter vor die Tür. Was sie tun, ist lebensgefährlich. Allein in Miami konnten mindestens 2 Baukräne dem Sturm nicht standhalten und brachen ab. Mehr als 3 Millionen Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Und es wird Wochen dauern, diese Leitungen wieder instand zu setzen. Die schlechte Nachricht ist, dieser Sturm ist ein Monster, sagte US-Präsident Trump und rief den Katastrophenfall für Florida aus. Damit machte er den Weg frei für Bundeshilfen. Die Menschen sollten diesen Sturm sehr ernst nehmen. Er ist von historischem und epischem Ausmaß. Wir stehen an ihrer Seite bei der Rettung von Leben und später beim Wiederaufbau. Zuvor waren mehr als 6 Millionen Menschen, rund ein Drittel der Einwohner Floridas, aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Hunderttausende harren in Notunterkünften aus, voller Sorge um ihr Zuhause. Wir wissen nicht, ob wir noch ein Zuhause haben, ob unser Mobile Home noch da ist. In den Ausläufern des mächtigen Wirbelsturms entwickelten sich an der Ostküste allein innerhalb einer Stunde 6 Tornados mit zerstörerischer Kraft. Doch anders als zunächst angenommen, zieht der Hurrikan nicht an der Ost-, sondern der Westküste Floridas Richtung Norden. Hier wird mit Sturmfluten und 4,5 Meter hohen Wellen gerechnet.